You're my music, but you tear me to pieces. So where does it come from? Scene that keeps playing on repeat ignores the rule of thumb. Oh, where does it come from? Oh, where does it come from? All your emotions with your heart on your sleeve, it won't fade until you paint it black. I let it burn, you call the fire brigade, but I feel that it will come back. Ich hab heute Geburtstag und wir feiern gerade nicht. Wir sind nach Frankfurt gefahren. Und wir haben hier einen schönen Tag verbracht. Yay! Jetzt habe ich Angst. Gib her! Gib her! Ey, ich kill dich nicht! Er hat geguckt, komm. Er hat auch witzig, ne? Nein. Gib her! Ja! Ich will nicht mehr mit. Guten Appetit! Ja, wir haben Und da, in der Pfanne drin. Nudeln beim Onkel Gianni. Moritz isst Pizza, da ist ein Luki sein Essen und da ein Lassie. Max, was ist mit dir? Wann kommt dein Essen? Ich trinke Wein. Spinner. Am frühen Morgen packe ich Geschenke auf. Es ist gar nicht mein Geburtstag. Heute ist der Tag nach meinem Geburtstag und es ist früh am Morgen. So, mein Mann hat gesagt, er hat mir ein neues Feuerzeug gekauft. Für einen Grill. Natürlich nicht. Der Tag nach meinem Geburtstag. Da bin ich wieder. Es ist Sonntag und ich laufe jetzt gerade runter zum Bolzplatz. Mein Mann, der ist schon vorgefahren. Ich wollte noch den Haushalt machen. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Hier ist nämlich ein kleiner Fluss. Total schön hier. Und ja, gestern habe ich mir ja gewünscht, nach Frankfurt zu fahren und zusammen mit meinen Männern unten am Mainufer schön spazieren zu gehen. Ich war eine Dreiviertelstunde alleine im Bershka. Die Sachen, die kann ich euch gerne zeigen, die ich so geshoppt habe. Das war so mein Geschenk, einfach eine Dreiviertelstunde für mich zu haben. Und ansonsten war es total schön mit meinen Männern. Das habe ich mir so gewünscht. Gott sei Dank war es Wochenende, denn unter der Woche wäre es ganz normal gewesen, dass ich natürlich alles zu Hause gemacht hätte und die Kinder zur Schule gefahren, gekocht, geputzt und natürlich zur Arbeit gegangen wäre. Gestern habe ich natürlich auch geputzt, gestern Morgen bis mittags um 13 Uhr. Mein Mann kam dann von der Arbeit und dann sind wir eben nach Frankfurt gefahren. Das war mein Geburtstag. Also nichts Spektakuläres, keine Riesenparty, kein Riesenkuchen, keine Riesengeschenke. Einfach nur zusammen mit meiner Familie und das genieße ich jetzt weiterhin. Wir sind jetzt hier gerade, wie gesagt, am Bolzplatz. Ich bin gerade angekommen. Meine Männer spielen hier schön Fußball und für mich ist einfach ja, das größte Geschenk, zusammen mit meinen Kindern Zeit zu verbringen. Das ist tatsächlich so. Irgendwann verändert sich das. Wenn man jung ist, natürlich wünscht man sich irgendwelche großartigen materiellen Dinge. Ganz klar, wenn man wahrscheinlich noch keine Kinder hat, ist das alles ein bisschen anders. So war ich natürlich auch, ne? So mit 18, 19, 20, da mussten schöne Dinge her für die Wohnung und schöne Accessoires. Aber jetzt sehe ich das alles halt komplett anders, wie gesagt. Ne? Aber ich glaube, viele, viele von euch können das nachvollziehen. Hi Mäuse! Ja, und jetzt genießen wir noch den Sonntag zusammen. Der Max hat gestern übrigens mein Auto von innen und von außen geputzt. Er hat es getankt. Ich hasse tanken. Das war mit die beste Überraschung überhaupt. Das weiß er auch, dass ich tanken hasse. Es stinkt immer, es ist einfach eklig, es ist zeitaufwendig und es kostet Geld. Aber ich weiß natürlich, dass man tanken muss, ganz logisch. Jedenfalls hat er das gemacht, dann war er noch beim Gärtner und hat mir einen wunderschönen Rosenstock gekauft. Den hat er dann eingepflanzt in so ein ganz tolles
Behälter-Dingens. Das steht jetzt bei uns vor der Tür, da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Der Moritz, der war auch beim Gärtner und hat mir einen ganz, ganz tollen Rosenstrauß gekauft. Da habe ich mich auch gefreut. Und ansonsten war natürlich das Schönste, dass wir unten am Main gesessen sind. Alle zusammen haben uns erzählt, sind rumgelaufen durch Frankfurt, haben da Künstlern zugeschaut, was total spaßig war. Hab da auch auf Snapchat gesehen. Apropos Snapchat, ich habe so, so viele Nachrichten von euch bekommen. Die werde ich jetzt durchlesen. Ich habe das noch nicht gemacht. Gestern sind wir ja noch bei meinem Bruder gewesen, haben auch Max sein Abitur nachgefeiert, dass er bestanden hat. Dazu wird es auch noch ein Video geben. Und deshalb konnte ich jetzt nicht alle Snapchat Glückwünsche beantworten. Sorry dafür, aber das mache ich natürlich jetzt. Wie gesagt, ich sitze ja schön da, schön gemütlich, schau meinen Männern zu und ja, das war soweit vor meinem Geburtstag. Nichts Besonderes, wie gesagt, aber für mich der schönste Tag natürlich zusammen mit meiner Familie und ja, ich habe euch ein bisschen mitgenommen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!